Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir staunen und hören, fürchte dich nicht. Erzählen und singen, wie alles begann. In Gottes Namen fangen wir an. Im Wald hat es heute geschneit. Der Schnee dämpft alle Geräusche und es ist ganz leise im Wald. Nur hin und wieder raschelt ein Tier im Unterholz. Über dem Wald glänzen die Sterne am Himmel. Immer mehr Sterne gehen auf und beginnen, ihren Glanz zu verteilen. Der Hase sitzt im Gras und schaut nach oben in den Himmel. Ist das schön, flüstert er. Heute ist eine ganz besondere Nacht, sagte die Eule, die noch etwas müde war. Heute kommt der Nikolaus zu den Kindern. Der Hase fragte verwundert, wer ist denn das? Die Eule, die sehr klug ist, räusperte sich. Der Nikolaus ist ein besonders netter Mann. Er fährt in einem Schlitten und verteilt kleine Leckereien wie Schokolade, Nüsse, Äpfel und Mandarinen an die Kinder. Der Hase ist beeindruckt. Kommt er zufällig auch mal bei uns vorbei? Zwei kleine Waldmäuse haben das Gespräch zwischen Hase und Eule belauscht und waren ganz neugierig. Leise schleichen sie dazu. Kommt der Nikolaus heute zu uns? Der Nikolaus, fragt das Eichhörnchen, den kenne ich. Das ist ein netter Mann, der hat immer Nüsse dabei. Große Aufregung beginnt die Stille im Wald zu vertreiben. Die Tiere sind ganz außer sich. Die Eule sagt, ich glaube nicht, dass der Nikolaus zu uns kommt. Freut euch lieber nicht zu früh. Die Tiere sind traurig und lassen die Köpfe hängen. Da raschelt es im Gebüsch. Und heraus kommt der Fuchs. Guten Abend alle zusammen, wünscht der Fuchs. Jemand Lust auf eine Nikolaus-Überraschung? Eine Nikolaus-Überraschung? Die Tiere werden wieder ganz aufgeregt. War der Nikolaus doch da? Der Fuchs lacht. Als ich so durch den Wald ging, sah ich, wie der Nikolaus für uns etwas zu futtern hingelegt hat. Nüsse für das Eichhörnchen, Körner für die Mäuse, Äpfel für den Hasen. Für jeden ist etwas dabei. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Der Fuchs führt die Tiere zu der Futterstelle. Dort lagen die leckersten Leckerbissen. Alle Tiere freuten sich gemeinsam. Da raschelt es im Gebüsch. Die Maus sagt, da habe ich noch etwas Rotes gesehen. Das war bestimmt der Nikolaus. Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir staunen und hören, fürchte dich nicht, erzählen und singen, wie alles begann. In Gottes Namen fangen wir an.